Familie, Bürger, Kommune. Verantwortung beginnt vor Ort. So das Motto des diesjährigen Neujahrsempfangs der Freie Wähler Landtagsfraktion. In seiner engagierten Rede vor den rund 650 Gästen erklärte der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel, was die Freien Wähler im Bayerischen Landtag so einzigartig macht. Freie Wähler sein heißt nicht Karrierepolitiker sein. Und wir sind nicht diejenigen, die in ihrem Leben nichts anderes gelernt haben, als irgendwelchen Parteigrößen Koffer nachzutragen. Wir sind nicht die, die vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal eilen. Die politische Triebfeder der Freien Wähler ist letztlich die Liebe zum Gemeinwohl, die Liebe zur Republik, die Liebe zum Freistaat und diese Liebe, die höher steht als das Eigeninteresse. Denn der, meine Damen und Herren, der etwas werden möchte, der geht zu den Parteien. Der, der schon was ist, der kommt zu den Freien Wählern. Seit 2008 sitzen die Freien Wähler im Maximilianeum und haben seit ihrem Einzug viel geleistet. Mit Stolz blickte Streibel beim Neujahrsempfang auf diese Erfolge zurück. Mit unserer sachlichen und manchmal auch etwas nonkonformistischen, aber objektiven Sichtweise sind wir im Landtag erfolgreich. Studiengebühren sind abgeschafft. G9 ist eingeführt. In der letzten Legislatur haben wir 3 Verfassungsänderungen durchgesetzt. Gleichwertige Lebensverhältnisse, Ehrenamt, Kommunalfinanzen. Die Straßenausbeitragssatzungen sind bald Geschichte. Die Freien Wähler haben aus der Opposition heraus mehr erreicht als die FDP in 5 Jahren Koalition mit der CSU, stellte Streibel fest und schloss mit den Worten, was mag erst kommen, wenn die Freien Wähler in Bayern mitregieren. Für den Fraktionsvorsitzenden Hubert Aiwanger steht die kostenfreie Kinderbetreuung bereits ganz oben auf der Agenda der Landespolitik. Wir müssen doch als Gesellschaft Familien mit 2, 3 Kindern, von einem Dritten in der Stadt reden wir ja heute gar nicht mehr. Da kannst du dich ja gleich bei der Behörde melden und einfach in die soziale Schiene gehen. Das ist scheinbar die einzige Chance, wenn du nicht Millionär bist. Das kann nicht sein. Ein Durchschnittsverdiener, und das ist für mich ein Gradmesser einer Politik, ein Durchschnittsverdiener muss in dieser Metropolregion München und übrigens auch in vielen anderen Gebieten 2, 3 Kinder haben können und sich eine Wohnung leisten können mit einem Durchschnittsverdienst. Und sonst ist entweder der Verdienst zu niedrig oder es sind die Nebenkosten zu hoch. Die Freien Wähler wollen die Familien entlasten und setzen sich deshalb für eine kostenfreie Kinderbetreuung ein, von der Krippe bis zum Kindergarten. Das Ehrenamt stärken, die bayerische Polizei personell aufstocken und den Mobilfunk ausbauen. Dafür kämpfen die Freien Wähler auf ihre ganz eigene Art. Weil wir von unten her organisiert sind, weil unser Gründungsurknall ja die Gründung eines Ortsverbandes vor Ort wegen eines lokalen Problems in der Regel war und dieses zusammengewachsen ist nach oben hin und wir uns ja im Laufe von vielen Jahren und Jahrzehnten eben jetzt auf Mindestnenner einigen und nicht ein Gründungsurknall in einer Parteizentrale in Berlin ist und man dann von oben her irgendwo versucht, sich ins Land hineinzuwursteln. Nein, wir sind vor Ort, wo die Probleme sind, wo die Menschen sind. Dort müssen die Lösungen erarbeitet werden und deshalb ist unsere Herangehensweise eine ganz andere. Aufgabe der Freien Wähler sei es, den Freistaat fit für die Zukunft zu machen. Dazu müssten noch viele Baustellen abgearbeitet werden, finden auch einige prominente Gäste des Abends. Wir haben riesige Probleme in der Infrastruktur, wir haben riesige Probleme bei den Lebensverhältnissen auf dem flachen Land, wir haben riesige Probleme bei der Digitalisierung. In der Bildung hängen wir inzwischen ganz weit hinten dran und da habe ich vor allem das Gefühl, dass das blanke Chaos im Ministerium regiert, also Themen ohne Ende. Die Straßenausbaubeitragssatzung ist jetzt ein wichtiges Thema, da dürfen wir überhaupt nicht locker lassen. Da muss nämlich die CSU liefern. Und das ist ein Thema, da haben wir den Nerv erwischt. Wir sind ja draußen in den vielen Infoständen, die Menschen kommen freiwillig und fragen uns, wo die Listen sind zum Unterschreiben. Das ist ein gutes Signal und da werden wir auch sehr gut wahrgenommen und da bin ich sehr froh drüber. Dann gibt es andere Themen, die ich sehr, sehr wichtig finde. Alles, was die Region stärkt, alles, was die mittelständische Struktur und auch kleinteiligere Strukturen stärkt. Das ist ganz stark im Zentrum und wird immer wieder aufgegriffen. Ich wiederhole nur, was Hubert Aiwanger gesagt hat. Hebammen,
dann natürlich die medizinische Versorgung, die Kinderbetreuung. Aber mir als Architektin liegt ganz, ganz stark an den freien Berufen und ich fühle mich hier auch gut aufgehoben. Die Freien Wähler haben also die richtigen Ideen, um Bayern voranzubringen. Gerne als Koalitionspartner in der nächsten Staatsregierung, allerdings nicht um jeden Preis.